Hallo Leute, heute sehen wir uns an, was es mit dem Grandmaster Boss des sechsten Aktes auf sich hat und wie man ihn besiegen kann. Wenn euch solche Videos helfen, könnt ihr auch mir helfen, indem ihr das Video liked und den Kanal abonniert. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Zuerst sehen wir uns die Grundlagen an, welche für den ganzen Kampf gelten. Grundsätzlich kann man den Grandmaster pro Schlag nicht mehr als 5% Leben abziehen. Und alle Ausweich- und Verfehlenfähigkeiten wie von Ghost oder Tigra funktionieren gegen ihn nicht. Man kann ihn aber mit einer schweren Attacke niederschlagen, aber wenn der Grandmaster an der Wand steht, wird er unaufhaltsam, wenn er zu Boden geht. Die schwere Attacke des Grandmasters ist unaufhaltsam und wenn er trifft, werden alle Kompetenztokens entfernt. Die Dauer der Unaufhaltsamkeit ist nicht lange, daher kann man ihn nach einer schweren Attacke angreifen. Um den Kampf für sich zu entscheiden, muss man während des ganzen Kampfes Kompetenztoken sammeln und Fehlertoken vermeiden. Die Kompetenztoken und Fehlertoken können in jeder Phase unterschiedlich gesammelt werden, eine Möglichkeit ist aber auch in allen Phasen gleich und das ist die erste Spezialfähigkeit. Die SK1 besteht aus zwei Phasen. Zu Beginn feuert er einen Strahl wie Iron Man ab und diesen kann man relativ leicht ausweichen. Dieser Strahl ist unblockbar, daher ist es auch wirklich wichtig, dass man ihm ausweicht. Im zweiten Teil der Spezialfähigkeit werden drei Projektile abgefeuert. Man bekommt spezifische Aufgaben, wie man den Projektilen begegnen muss. Es gibt Ausweichen, Blocken oder Treffen lassen. Für jede richtige Aktion bekommt man einen Kompetenztoken und für jede falsche Reaktion bekommt man einen Fehlertoken. Wenn man 5 Fehlertoken erreicht hat, bekommt der Grandmaster eine Spezialfähigkeit 3 und der Kampf ist vorbei. Wenn man aber richtig spielt, können diese Tokens vollständig vermieden werden. Wenn man getötet wird, während man Kompetenztoken hat, kann man bis zu 5 Token in den nächsten Kampf mitnehmen. In jeder Phase gibt es eine Möglichkeit, den Grandmaster in einen verwundbaren Zustand zu versetzen, der 6 Sekunden lang andauert. Er wird gestunt und die Kompetenztoken kommen zum Einsatz. Für jeden Token wird der Angriff um 380% erhöht und man bekommt plus 200 kritische Wertung. Der Kampf ist in 4 Phasen unterteilt. Jedes Mal, wenn der Grandmaster unter einen Schwellwert fällt, wird alle Kraft auf 0 gesetzt, alle Token werden entfernt und er bereitet sich auf die nächste Phase vor. Nach der Vorbereitung bekommt er einen 6-sekündigen Verärgerungseffekt. Das heißt, er wird sehr aggressiv und ist unblockbar und auch unzerstörbar und beide Champions können keine Kraft gewinnen. Nach der ersten Phase startet er jeden neuen Kampf mit diesem Verärgerungseffekt. Während der ersten Phase kann man keine Kraft sammeln und nur begrenzt parieren, ausweichen oder leichte Angriffe durchführen. Sobald das Limit erreicht ist, wird es unter seinem Lebensbalken angezeigt. Jedes Mal, wenn man eine Aktion ausführt, die bereits das Limit erreicht hat, bekommt man einen Fehlertoken. Wenn für alle drei Aktionen das Limit erreicht ist, werden alle Limits entfernt und der Grandmaster bekommt einen Kraftbalken. Solange er einen Kraftbalken hat, gibt es keine neuen Limits. Durch seine Spezialfähigkeit 1 können Kompetenztoken gesammelt werden und am Ende verfällt er in seinen verwundbaren Zustand. Danach beginnt das Ganze von vorne, bis er 80% erreicht hat. Zusätzliche Kompetenztoken können in der ersten Phase gesammelt werden, indem man einen erfolgreichen Intercept durchführt. Die erste Phase dauert an, solange der Grandmaster über 80% Leben hat und dann wechselt er in die zweite Phase. Nach einer kurzen Vorbereitung startet die zweite Phase mit dem Verärgerungseffekt. Hier muss man aufpassen, da er unblockbar und sehr aggressiv ist und nach 6 Sekunden startet die richtige zweite Phase. Ab dieser Phase ist der Grandmaster vollkommen stunimmun. Außerdem kann man ab jetzt einen Kraftbalken sammeln und der Grandmaster kann bis zu 3 Kraftbalken erhalten. Er bekommt durch jeden Treffer 10% eines Kraftbalkens und wenn er mehr als einen Kraftbalken hat, bekommt er 20% pro Treffer. Die SK2 ist sehr lange und man kann sie eigentlich nur blocken. Auch durch den Block verursacht sie sehr viel Schaden und entzieht dir vollständig die gesamte Kraft. Daher sollte man es dringlichst vermeiden, ihn auf eine SK2 zu pushen. Während dieser Phase werden regelmäßig 10-sekündige Aufgaben gestellt. Die Aufgaben sind Verfehlen eines Angriffes, einen kritischen Treffer landen, einen erfolgreichen Intercept durchführen,
einen Buff erhalten oder einen schädlichen Debuff zu verursachen. Für jede erfolgreiche Erfüllung bekommt man einen Kompetenztoken. Für jede fehlgeschlagene Aufgabe bekommt man einen Fehlertoken. Keine der Aufgaben kann doppelt aktiviert werden und wenn alle Aufgaben erfüllt sind, verfällt der Grandmaster in den verwundbaren Zustand. Wenn der Grandmaster auf unter 30% gebracht wird, startet die nächste Phase. Wie in der zweiten Phase wird nach einer kurzen Wartezeit sein Verärgerungseffekt aktiviert. In dieser Phase kann man bis zu 2 Kraftbalken sammeln. Der Grandmaster bekommt durch Schläge keine Kraft mehr, anstelle bekommt er 7% eines Kraftbalkens pro Sekunde. Während Spezialfähigkeiten ist die Kraftzufuhr pausiert, aber nach jeder genutzten Superkraft wird die Kraftzufuhr um 10% erhöht. Besonders zu beachten ist, dass alle 42,5 Sekunden die Steuerung für 8,5 Sekunden umgekehrt wird. Ein kleiner Tipp, wie man sich daran etwas besser gewöhnen kann, ist beim Wechsel das Spiel kurz pausieren, fokussieren, wie die Steuerung ist und dann erst das Spiel wieder aufnehmen. Während Spezialfähigkeiten des Grandmasters ist der Timer dieses Effektes pausiert. Auch in der dritten Phase stellt der Grandmaster wieder Aufgaben an den Herausforderer. Diese kommen alle 8,5 Sekunden und man hat 8 Sekunden Zeit, die Aufgabe zu erfüllen. Die Aufgaben können Blockschläge, zurückweichen, niederschlagen, stillstehen und perfekte Block sein. Diese Aufgaben werden zufällig ausgewählt und können mehrmals aktiviert werden. Nach 5 Aufgaben wird der Verwundbarkeitszustand aktiviert und man kann den wichtigen Schaden verursachen. Wenn man das letzte Prozent erreicht hat, wird die letzte Phase aktiviert. In dieser Phase wird er nach der Vorbereitungszeit für 18 Sekunden verärgert und erhält einen permanenten Unaufhaltsamkeitseffekt. Dieser wird mit einem Intercept für 1,2 Sekunden deaktiviert. Zu Beginn der Phase sollte man versuchen, den Grandmaster so weit wie möglich auf seine Seite zu bringen, um so oft wie möglich zurückweichen zu können, ohne dass man mit dem Rücken zur Wand steht. Nach den 18 Sekunden bekommt man 3 Kraftbalken und der Grandmaster verfällt in einen permanenten verwundbaren Zustand. Nur eine SK3 kann den Kampf endgültig beenden. Generell ist der Grandmaster-Kampf immer gleich. Die Knoten für jeden Weg verändern ihn nur geringfügig. Es gibt folgende Variationen. Die Verärgerungsdauer wird halbiert, jedoch wird auch die Verwundbarkeitsdauer um 30% reduziert. Zweitens, die Angriffsstärke des Grandmasters ist halbiert, jedoch werden die Kompetenzknoten auf 8 begrenzt. Drittens, die Angriffsstärke für jeden Kompetenzknoten wird nochmals um 50% erhöht, aber auch die Angriffsstärke des Grandmasters wird pro Token um 30% erhöht. Viertens, man kann bis zu 10 Kompetenztoken nach einem Tod in den nächsten Kampf übernehmen, jedoch werden die Fehlertoken auf maximal 3 reduziert. Fünftens, beim Erhalten eines Kompetenztokens besteht eine 20%ige Chance, einen weiteren Token zu erhalten, jedoch kann man im Kampf keine Kraft gewinnen. Und der letzte Knoten, den es gibt, ist: Die erste Spezialfähigkeit des Grandmasters ist um 200% verstärkt, aber sie ist nicht mehr unblockbar. Ich hoffe, das Video hilft euch, den Grandmaster zu besiegen und ich wünsche euch viel Glück beim Abschluss des Aktex.